irgendwann später. Moin moin Pyros. So, heute teste ich mal die Super Gato von El Gato. Ja. 8,5 Gramm. Jetzt zeige ich euch gleich mal was zu. Und 5 Stück drin, einer habe ich schon rausgeholt. Das erste, was mir auffällt, die Dinger sind richtig federleicht. 8,5 Gramm, so. Ja gut, jetzt ist er da hinten leicht in der Luft gewesen. Zwischen 10 und 11 Gramm, ich habe die Dinger schon mal abgewogen. Das frage ich mich, was soll da passieren? Die sind federleicht, die Teile, federleicht. Aber das finde ich jetzt raus. Habe ich wohl noch nicht geschossen irgendwie. Abbaufeld, dann bis gleich. So, ja, Super Gato. Das Video sollte gestern eigentlich schon kommen. Aber gestern war ich beschäftigt, habe ich den Dreh nicht mehr geschafft. Dann kommt er jetzt, wenn es richtig gut läuft. Kommt morgen das 200er Abonnenten-Special. Wenn noch ein Klick kommt. So, mal schauen, was die Federn hier drauf haben. Fette Lunte. Qualmt wie Sau. Donnerwetter. Ja, der Knall war jetzt nicht der Oberkracher. War recht hell, nicht dumpf. Aber ich glaube, Aua machen die Dinger auch. Und nochmal zwei hinterher. Die sind richtig gut. Meter weitergegangen, da kann es wie Sau. Die letzten beiden noch und dann ist das Video auch durch. Zack. Die wurden irgendwie vom Böller zu Böller immer lauter. Na gut, bloß. Wir sehen uns. Tschüss.